Willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Und wir werden jetzt sofort hier runtergehen und da hinten hingehen und das machen und jenes und damit wir schneller weiter vorankommen hier. Heute, ja. Danke nochmal für die ganzen Likes und die Kommentare, sag ich schon. Die Abonnenten, die Abonnements, Dankeschön dafür. Ihr solltet es auch nicht vergessen. Einfach mal ein Like da lassen und auf Abonnieren drücken. Das wäre sehr, sehr nett. So, jetzt gehen wir aber mal gucken. Und ja. Ich weiß nicht, gibt es hier irgendwas? Werden wir wieder überrascht? Ich bin gespannt, wo wir hinkommen und... Okay. Sieht aus wie ein Hinterhalt. Frage ist, wie viel Hinterhalt? Hier ist was? Mantler. Der Mantarochen ist... Der schlägt zurück. Der Mantarochen. Warte. Da hocken wir in den Schatten und können ihn nicht angreifen. Warum? Aber so. Dann will ich nicht, dass Astarion das macht. Dann machen wir das. Kriegen wir das in den Schatten eigentlich hin? Also wir können dann bis davor gehen, ne? Das ist unser Überfall. Wie viel gibt es? Ein Mantarochen? Ich weiß es nicht. Aber wir sollten mal, ne? Mantarochen. Und bevor wir das weitermachen, sollte Astarion auch nochmal schießen, damit er im Kampf geschehen mit angreift. Astarion kann nichts mehr machen, aber wir auf jeden Fall noch. Oh, wir haben ja auch noch so einen. Tschüss. Da kommen wir noch mal. Tschüss. Schade. Ja, mit ihr können wir nicht angreifen, aber... Bitte treff, Carla. Ja. Kannst du noch mal treffen? Schade, aber du hast dich bemüht. Ist überrascht. Ja, jetzt ist er eh tot, weil er ist überrascht. Zauber wollen nicht treffen. Aber der trifft. Der hatte nichts, okay. Haben wir sonst noch was hier? Ich glaube nicht, aber man kann ja mal nachgucken, ne? Da kommt man auch nicht hoch runter. Oh, achso, er kann einfach so runterlatschen, okay. Wenn wir einen Hinterhalt haben, dann kommen sie von oben. Aber ich glaube, hier ist wirklich nichts mehr. Mal die Gruppe wieder zusammenschließen. Kommt ihr? Danke. So. Alle mal nicht schleichen und den Drachenei-Pilz einsammeln. Danke. Das... Vieh dachte, es überrascht uns, aber wir haben es mal überrascht. Ist hier vielleicht noch was drin? Nee, ne? Hätte ja sein können, würfeln oder so. Mal gleich speichern. Ich dachte eben schon wieder, wie die Folge davor. Ich habe es fast umsonst aufgenommen, weil
man nicht sieht, aber man sieht ja was. Gut, Gott sei Dank. Ja, aber du kannst für mich mal das Schloss knacken, Astarion. Dann halte ich Abstand. Versprochen. Was nun? Wir gucken hier rein. Ohne dass wir in eine Falle tappen. Da sind Ratten. Joa, Teller, Teller, Teller. Und Ahorntröpfel und sowas. Was sind das eigentlich für Ratten dann? Ein Hackebeil auch noch. Silberteller, Silberteller. Alles zum Verkaufen hier. Eine Pilzsuppe. Ein weißer Pilz. Okay. Also Schattenerz ist hier überall Feuer und Flamme. Die mag alles hier. Ein Glaskelch, ein Gabel. Ja, wir nehmen doch alles mit hier. Den Glaskelch noch, die Schale. Geld, Geld, Geld. Gold, Gold, Gold. Ja, Kupfer ist doch teurer als Silber, hä? Nee, keine Ahnung. Was ist das da oben? Können wir ausschalten, oder? Können wir nicht. These boots have seen everything. So, alchemistische Zutaten. Und Ramsch. Wir werden irgendwann mal was in irgendeiner Vase finden. Bestimmt das ganze Let's Play nicht. Bis zum Schluss. Dafür kann ich nichts. Wir sollten da mal was reinlegen und keine vergammelten Sachen, bitte. Ein eleganter Stuhl stellen wir da mal wieder hin. Da ist noch was, Weidenkorb. Ein Schuh ist da drin, okay, gut. Flaschenregale, Heiltränke. Ja, ich weiß, sie sagt wieder, da sind doch eh keine drin, weil wir wenig gefunden haben davon. Aber ein Versuch ist es wert. Was ist das hier? Feed your bodies and rest your minds. Lady Shah needs her warriors strong and ready. Oh, okay. Herrenloses Tagebuch. Die Handschrift ist ein eiliges, schräges Gekrakel. Die Seiten sind voller Flecken, Tinte und möglicherweise auch getrocknetes Blut. Herrin Shah hält mich weiterhin am Leben, auch wenn eine Flucht unmöglich ist. Das Monstrum schleicht noch immer durch unsere Hallen, auch wenn die Kampfgeräusche nicht mehr an meine Ohren dringen. Ich fürchte, alle meine Brüder und Schwestern sind bei der Verteidigung des heiligen Panzerschuhs. Panzerschuhs, genau, Panzerhandschuhs, der Nachtsängerin gestorben. Doch ich werde warten, das Monster wird gewiss nicht lange bleiben. Eine kürzere Eintrag, die Handschrift ist noch schräger und erratischer. Das Monstrum ist noch immer hier. Warum verschwindet es nicht einfach und warum sinkt es? Das Essen ist fort, ich muss meine Kräfte einteilen. Der letzte Eintrag ist fast nicht mehr zu entziffern. Herren, umarme mich bitte. Okay. Ein Schlüssel haben wir hier schon mal. Und Justiziarhelm. Wenn der blau ist, wäre der vielleicht was für Schattenherz. Nee, einfach normaler Ding, dann brauchst du den auch nicht. So. Eine Reisetruhe, bitte. Hier noch irgendwas? Holzkiste.
Sonst auch nichts mehr. Gut, Schlafsack. Schlafen wollte ich hier nicht. So. Wir haben schon mal einen Schlüssel. Hierfür vielleicht. Ich weiß nicht, was der Hebel macht. Aber vielleicht sind wir gleich mal durch. Vielleicht. Wir können ja mit Tieren sprechen, oder? Something's on my mind. Unworthy. Unworthy to walk among friendly bones. Leave. Zurück oder ich muss mir gleich deine Eingeweide von den Sohlen kratzen. Ganz ruhig, wovon redest du? Intruder, invader, unworthy one. These halls are not for you. Okay. Warum nicht? Even the rats have the good sense to pay homage to Lady Shah. Kann sie reden? Nee, ne? Mit Tieren, Natur, das Erscheinungsbild der Ratte studieren. Hätte ich mir denken können, dass wir das nicht schaffen. Nothing stands out to you. The rat holds its ground. It almost seems defiant. In Demut in ihn aggressiv verscheuchen. Eine Hand zur Ratte strecken, um zeigen, dass du nichts Böses. Ne, verscheuchen. Die hat da, wir wissen doch, dass die doof sind. By a snack. Leave the rodent and let's look around. Warum denn? Vom einen Nager aufhalten. Okay, dann plündern wir einfach. Bam, badam, bam, bam. Dann halt, lassen wir uns nicht von Ratten aufhalten. Bücherreihe, irgendwas anderes? Nein. Die Bücherreihe können wir angucken. Ist aber nichts drin, noch gut. Altar von Char. Hingebungsvoll zur dunklen Herren beten. Your prayers fade away. Nothing comes to you in return. No soothing presence, no spiritual embrace. Only darkness and silence. Your efforts must be inadequate. You must do more to please Shah going forward. Okay, Religion, Schar schweigend deinen Körper und deine Seele versprechen. Also, sie will das ja unbedingt. Vielleicht sollten wir erneut würfeln für sie. Gut. The faintest sensation of approval quickens your heart. A hard-won blessing from your mistress. Gunst der Nachtsängerin. Wussten Sie da? Gunst der Nachtsängerin. Die betroffene Kreatur ist bis zu deiner nächsten langen Rast resistent gegen nekrotischen Schaden. Und jetzt? Sagt ihr mir dann. Ja, wir wollen euch nicht angreifen oder so. Dann könnt ihr nur Überzahl sein. Was ist das für ein Hebel? Tür auf, geöffnet. Die Tür wurde geöffnet. Wir sind dann hier oben. Okay. Wären wir sonst von da unten gekommen? Ich habe so das Gefühl, wir wären von da unten gekommen. Dann sollten wir das auch tun. Ich meine, wir haben uns doch würdig befunden, oder nicht? Wir haben das Rätsel gelöst. Dann sollten wir da auch hingehen. Oder nicht? Wie sieht denn das aus, wenn wir von hinten reinkommen? Oh, Diebe. Wenn wir von vorne reinkommen? Oh, Anhänger, eine Schar.
Vielleicht verbieten die uns. Bieten die uns denn an oder sowas? Ihr seid eine Anhängerin von Char. Natürlich könnt ihr rein. Oder sowas. Also das hoffe ich. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber wir haben ja die Mitte, also können wir da hinten durch. Ich gehe wieder mit jedem einzeln, sonst war es das mit da hinten durch. Ist hier wieder alles sehr, sehr dunkel. Yes. Wie, du tretest so irgendwo drauf, Karlach. Nista. Und Astarion. Step quick. Natürlich. Vielleicht sollte Astarion auf der Seite gehen. Es tretet noch einer da drauf. Sind hier auch schon wieder Fallen? Ich weiß es nicht. Deshalb speichern wir mal. Das ist nett. Dann gehen wir hier mal rein und hoffen, dass wir hier keine Fallen haben. Sieht nicht so aus. Riesige Vase. Können wir die? Können wir. Die rechte ist kaputt. Haben wir sonst noch was? Hier eine Vase, da eine Vase. Da. Ich glaube, da ist nichts. Hier sind ja auch welche. Hä? Also ist das da hinten unten doch was anderes gewesen oder war das hier? Wir merken uns das einfach mal. Ich gehe mal auf die Karte und markiere mir das hier mal. Hi, ihr, willkommen zurück. Zum Glück habe ich vorher gespeichert, dass... Ja, wir wurden gerade rausgeschmissen und das Spiel ist abgestürzt. Bevor es wieder abstürzt... Werden wir hier wieder mal kurz das noch looten, hier kurz reingucken, da war ja eh nichts drin. Hier auch und dann geht's weiter sofort. Hoffen wir, es nicht abstürzt. Ah, jetzt funktioniert's. Hallo, die Herren. You do not belong here. Your mind upends. Somehow, in the decayed soup of this creature's brain, a tadpole lives. Another presence nurtures it, manipulates it like a puppet. No, you do not belong. This is the Dark Lady's house. She is no use for old, faithless bones. You plunder! You meddle! You upset my plans. Leave. Drei Leichenteile, eine Persönlichkeit. Mit wem oder womit rede ich hier? Verschwindet, ich rede nicht mit Knochenhaufen. I am the creator. I saved them from life. From death. From their skin and their flesh. Now they serve me. Leave before... Was? Stupid worm-infested cockhead!
You have awoken the shadows. My forces are split. The defenses are thin. Rally on me. A wall of bone and blade against the darkness. Now. Okay, was ist hier denn los? Hä? Wandelnder Schütze. Die sind auf unserer Seite, oder? Die nicht. Justiziar Rächer. Schattenbeben. Können wir die Schattendinger kaputt machen? Ich glaube, das sollten wir vielleicht tun, ne? Tut mir leid, aber ich muss das erwischen. Vielleicht retten wir Karlach ja noch. Irgendwie. Aber wir sollten die Schattenbeben erlöschen, oder? Vielleicht. Wir können dann noch hier hingehen. Wir machen die. Die anderen machen die da hinten. Aus dem Gleichgewicht. Oh, wir haben ja hier noch eine. So, time to move. Los, zeig, was du kannst. Dann gehst du halt auch da dran. Wir kriegen den einen noch. Und jetzt macht Fäulnismarkierung, okay? Ich dachte, er macht's jetzt, aber er ist ja genauso. Hieb ohne Waffen haben wir, okay? Feuer. Bitte treff. Danke, Schattenherz. Danke. Wieso geht der dahin? Hör auf! Au! Ah! Oh. Karlach! Die anderen werden zu Knochen verprügelt. Und der spurtet. Okay. Dann werden wir den hier verprügeln. Ich weiß nicht, was er kann. Karlach, boom, boom. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Töte ihn bitte, danke. Und mach kein boom. Hä, im Nachteil? Wo kommen wir denn hin, wo wir nicht im Nachteil sind? Hier, ne? Gut. Der Verkleinerung. So ein Öl haben wir. Was wir benutzen können. Eins. Zwei. Der schläft erstmal. Ich glaube, wir lassen das Gift wirken bis zum nächsten. Und unterstützen Kader vielleicht. Einmal hier durchgehen. Ist er jetzt wirklich blind geworden? Wir hätten doch nicht da durchgehen sollen, aber gut. Hat nichts gebracht. Naja. Der bringt irgendwie auch nichts. So ein Einsatzzauber können wir schleudern, oder? Warte mal. Was? Gleißend, Verwundbarkeit. Ja, dann so ein Einsatzzauber. Tschüss! Ja, die werden sie töten jetzt. Ich weiß nicht, ob die so gut waren. Wieso spurtet er denn, wenn der hier vor mir ist? Den hier kriegen wir selber hin, oder?
Wir spurten mal hier vorne hin. Das ist super. Wie viel haben wir? Wir hätten ihn werfen sollen. Dann halt nicht. Trefft ihn bitte schön. Danke. Nochmal bitte. Danke. Joa. Bitte, Astarion, treff ihn. Wir stay focussen. Oh, du kannst auch ihn treffen hier wahrscheinlich, ne? Bitte! Hat den getroffen, aber er hat ein Leben, ehrlich. Er überlebt mit ein. Naja, gut, dann komm. Wir haben ein Schild. Du wolltest einstecken? Dann steck mal zurück ein. Sack, steck zurück ein. Das ist nicht wahr. Perfekt. Wir haben es geschafft. Diesmal ohne Absturz. Und wir sollten speichern. Habe ich so das Gefühl. Weil wenn wir eben schon Absturz hatten, aber das war passiert, weil wir wir hatten die Karte aufgerufen und dann ist die Sequenz losgegangen und das mochte das Spiel wahrscheinlich nicht. Aber ich kann ja, das kann ich ja nicht riechen. Was denn da? Da unten Täuschungsbestie, okay. Das konnte ich ja nicht riechen, dass das passiert. So, dann haben wir hier aber überall mal lang geguckt. Looten noch hier oben, gucken, wo es hier hingeht. Die Sache ist die, wir hatten den noch einen Weg da hinten, weil ich dachte, der führt hierher. Ich zeige euch das gleich. Einmal auf die Karte. Erstmal looten hier. Hier unten ist ein Altar. Traversal-Edelstein. Okay. Vielleicht brauchen wir da auch erstmal was zu. Hier unten geht's rein. Und wir haben einen Wegpunkt. Können hier auch. Na, doch. Da oben kommt man doch dahin, oder nicht? Gehen wir lieber an eine Seite. Oder Astarion geht rüber und probiert mal aus. Ich weiß ja nicht so genau. Was? Wir sollen da jetzt hin? Jetzt? Nein, erstmal nicht. Bücher rein. Hier waren wir nämlich, ne? Doch, jetzt haben wir es wieder verbunden. Und pro der Schar der Proben können wir hin teleportieren. Perfekt. You prowl my battleground. Why? Are you friend? Foe? Thieving scavenger? Wir haben doch noch nichts gemacht. Find yourself in a dead putrid skull, somehow hosting a tadpole amongst a squirm of maggots. Another presence lurks within, manipulating the corpse like a puppet. Ah, a friend.
an uninvited friend. I do not request help. Mit wem spreche ich in Wirklichkeit? Ich bin euch keine Freundin, was auch immer ihr seid. Come join me and find out. I want to look at you with my own eyes. Okay. Stinking pile of ogre afterbirth! The quakes herald the shadows. They found me. Das ist ja wow. Hatten wir es nicht eben schon? Hallo? Die hatten wir doch eben schon. Schnell wieder die Schatten. Ich habe so das Gefühl, das hat uns ihm auch geholfen. Bim, 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 bim. Bitte treff es. Danke. Kampfmusik, voll cool. Da hinten haben wir noch einen, ne? Schade, den da hinten können wir nicht treffen. Den auch nicht. Den da! Dann halt nicht. Karlach sollte da hinten rüberspringen, ne? So. Du schaffst es, Karlach, mit zwei Hitten. Danke. Das war sehr, sehr gut von dir. Seit wann ist sie denn nicht mal ausgerüstet? Egal, wir können das auch so machen. Dachte ich. Naja, gut. Dann sehen wir jetzt, was passiert. Können die auch dafür benutzen, ne? Ah. Das spawnen neue und noch ein Schatten. Boah. Ja, wir lassen den mal hier über, oder? Dann können wir das hier zerstören. Ich glaube nämlich nicht, dass die anderen uns auch wohlgesonnen sind oder so, aber wir werden es. Werden sie mal so austricksen, oder? Was für Zaubertränke können wir uns wiederholen? Grad des zweiten, des ersten Grades, gut. Weg damit. Schildhieb! Der
krakelige Duelland. Die werden auch immer stärker hier, die Dinger, ne? Wo kann Karlach denn hinlatschen? Die kommt da nicht mehr hin, ne? Kommt sie da vorne hin? Doch, da kommt sie hin. Aber hier kommt sie nicht mehr hin. Bitte, Astarion. Danke. Not 80%. Warum habe ich es probiert? Zaubert er hier mal die Löcher? Nö. Eigentlich hätten wir nichts dagegen, wenn dem was passiert, oder? Na komm. Oh, okay. Hallo. Vergoldete Truhe nehmen wir mit. Nee, wir gehen nicht zu nah an die Tür. Time to pack it in for the day, I think. Zu viel für den Tag? Nee. Sollte näher kommen. Hier gibt's nichts. So. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, ne? Wir speichern hier einmal und in der nächsten Folge sehen wir, was hier passiert mit denen und den hier. Wir sind mir auch nicht geheuer. Naja, okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Einen wunderschönen guten Nachmittag oder auch Abend. Tschüss.